Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode und schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Simona, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast und heute widmen wir uns einem äußerst wichtigen und ganz schön sensiblen Thema: sexualisierte Gewalt. Dieses Thema, das betrifft Menschen auf der ganzen Welt und es hat verheerende Auswirkungen auf die Opfer. Und im heutigen Interview werden wir einige grundlegende Fragen beantworten und Einblicke in dieses Thema gewinnen. Und bevor wir in diese Podcast-Episode eintauchen, möchten wir eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen über sexualisierte Gewalt und das kann bei manchen Zuhörern und Zuhörerinnen schwierige Erinnerungen oder emotionale Reaktionen hervorrufen. Und wir möchten unsere Zuhörer einfach dafür sensibilisieren und informieren und wir verstehen, dass diese Thematik für einige auch belastend sein kann. Und falls du dich unwohl fühlst oder vielleicht auch Unterstützung benötigen solltest, dann möchten wir dich ermutigen, dich an eine Vertrauensperson oder auch professionelle Hilfe zu wenden. Denn deine Gesundheit und vor allem deine Sicherheit sind uns sehr, sehr wichtig. Telefonnummern für Hilfe bei Gewalt gegen Frauen und Männer, Teenager und Kinder findest du in der Beschreibung dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen beim Team F Podcast Beziehungshelden. Beziehungshelden. Hier inspirieren wir dich, wie du deine Beziehungen noch mehr genießen, heilen und leben kannst. Wir wünschen dir viel Spaß dabei. So, und jetzt freue ich mich ganz, ganz besonders auf meinen Gast. Ich sitze mit Kai Mauritz hier zusammen und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Kai. Hallo Simona. Ja, für alle, die dich noch nicht so gut kennen, würde ich dich gerne einmal kurz vorstellen. Du bist Jahrgang 1968, du bist verheiratet, hast drei Kinder. Du bist Pfarrer und Beauftragter für die Prävention von sexualisierter Gewalt. Du bist Referent beim Weißen Kreuz. Kurz zum Weißen Kreuz, das bietet ganz viele Informationen und Beratung rund um das Thema Sexualität und Beziehungen. Gibt es dem noch etwas hinzuzufügen? Ja, ich arbeite auch noch in eigener Praxis. Ich habe eine Praxis für psychologische Beratung und da mache ich unter anderem Traumafachberatung für Betroffene von sexualisierter Gewalt und ich berate auch immer wieder mal Täter. Das ist echt sehr, sehr interessant und spannend und bestimmt auch herausfordernd in deinem Arbeitsumfeld. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich weiß, die Frage, die haben wir uns jetzt gar nicht so vorbereitet, aber vielleicht wirst du das ja ab und zu mal gefragt. Wie wird man denn Experte für sexualisierte Gewalt? Ja, das ist tatsächlich so, wie es so im Berufsleben ist. Man bekommt Dinge vor die Füße gestellt und dann fängt man an zu arbeiten. Also es kam tatsächlich durch meine Beratungsarbeit, durch die Begleitung von Opfern von sexualisierter Gewalt, dass ich irgendwann mal so auf den Gedanken kam, Mensch, es gibt so viele Institutionen, auch christliche Institutionen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo es zu Übergriffen kommt. Und ich wollte einfach unterstützend auch in dem Bereich tätig sein, habe mich ein bisschen weiter qualifiziert und so bin ich Step by Step immer weiter reingekommen in dieses Thema. Wow, danke, dass du das machst oder gemacht hast und dabei bist. Finde ich ganz großartig. Und jetzt lass uns mal in die Thematik einsteigen. Also es gibt ja sexualisierte Gewalt und ich kenne es noch ein bisschen mehr von früher, so diese Begrifflichkeit sexuelle Gewalt. Kannst du uns erklären, damit hineinnehmen, was versteht man eigentlich darunter? Wo liegen da die Unterschiede? Ja, ich glaube, die Begrifflichkeit hat so in Deutschland so einen kleinen Weg hinter sich. Ganz früher kannte man eigentlich nur den Begriff sexuellen Missbrauch. Und dann hat man den Begriff weitergefasst, weil unter Missbrauch natürlich nur die harten, heftigen, ganz schlimmen, strafrechtlich relevanten Dinge so innerlich vor Augen stehen. Sexuelle Gewalt hat das Portfolio schon mal erweitert. Aha, es gibt sozusagen auch Berührungen und so weiter, die eben auch übergriffig sind, sexuell übergriffig sind. Und jetzt sexualisierte Gewalt, weil man auch festgestellt hat, es gibt auch Dinge, die ohne Körperkontakt stattfinden. Ja, also wenn zum Beispiel jemand aufgefordert wird vom Täter, zieh dich aus, ja, da kommt es überhaupt nicht zum Körperkontakt.
Aber es ist trotzdem total übergriffig und für betroffene Opfer kann das schlimme Folgen haben. Also insofern hat man es nochmal weiter gesteckt, um die Realität besser abzubilden. Super spannend. Also wenn dir noch mehr Beispiele einfallen, damit das auch runter wird, kannst du die auch gerne immer mal mit einbringen. Weil manchmal sind so Begriffe so schwer zu fassen. Ne? Ja. Zählt das jetzt schon darunter oder eher nicht? Man wägt ja dann auch so ab. Genau, und vor allem auch, wer darf was? Ne? Da geht es ja schon los, im ganz engen Verwandtenkreis. Genau. Genau. Ja, wie können Menschen, da sind wir ja schon bei der nächsten Frage, diese Anzeichen von der sexualisierten Gewalt erkennen? Sowohl bei einem selber als auch bei anderen. Ja, erstmal denke ich, muss sozusagen klarer sein, was versteht man da eigentlich drunter? Ja, also erstmal zur sexualisierten Gewalt gehört eben, dass an oder vor Kindern Dinge vorgenommen werden, Handlungen vorgenommen werden, die irgendwie eine sexuelle Motivation haben. Und es ist immer ein Machtgefälle spielt eine Rolle. Also der Täter ist überlegen, ob dadurch, dass er älter ist, stärker ist, also körperlich stärker ist, psychisch Druck ausübt oder sprachlich gewandter ist als das Opfer. Und dieses Gefälle wird ausgenutzt, um eben eigene, auch sexuell motivierte Bedürfnisse auszuüben. Und man unterscheidet eigentlich so drei, ich sag mal, Härtegrade. Ja, und das eine sind so, ich sag mal, Grenzverletzungen und die passieren im Alltag so oft und so schnell, ja. Also, ich sag mal so, ein Lehrer hört irgendwie bei der Klassenfahrt im Zimmer der Mädels irgendwie Lärm, poltert da rein und staucht die alle so zusammen und klopft nicht an und kündigt nicht an, ich komme jetzt rein. Also das ist schon mal so eine Kleinigkeit. Das kann zufällig sein. Das Doofe ist aber, dass diese kleinen Grenzverletzungen, Berührungen, Worte, die irgendwie unangemessen sind, Täter nutzen, ganz bewusst, um sozusagen zu testen, reagieren meine Opfer da irgendwie drauf oder gehen die auf Abwehr oder nicht. Ja, also so Grenzverletzungen, die wirken so harmlos, können aber auch bewusst eingesetzt werden und als Beobachter kannst du es nicht unterscheiden. Und darum sollte man Grenzverletzungen immer ansprechen. So, die zweite Ebene sind sexuelle Übergriffe. Das sind so diese zufällig wirkenden Berührungen, Worte, Kontaktaufnahmen, die eine Person aber häufig anwendet. Und dann ist es nicht mehr zufällig und dann ist es schon strafbar. Ja, also wenn einer auffällt, also ich kenne das ja manchmal so aus Gemeinden, wenn ich dann so angerufen werde, ja, Herr Mauritz, da ist so jemand bei uns, der fasst immer Menschen an, so Kinder oder Frauen oder wie auch immer. Und der ist halt so touchy. Da sage ich, no go. Wenn jemand das häufig tut, befriedigt er, ob bewusst oder unbewusst, seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten anderer. Handlungspflicht auf jeden Fall. Ja. Und es gibt so die harten, strafrechtlich relevanten Dinge, mit und ohne Körperkontakt von Küssen, Berührungen, Nötigung, ja, bis hin zur Vergewaltigung. Und ehrlich gesagt, gibt's die überall, auch im christlichen Kontext und auch nicht selten, kann ich leider aus Erfahrung so sagen. Ja, das hat mich auch sehr erschreckt. Man denkt ja immer so, ja, nicht gleich, oder man geht ja nicht gleich vom Schlimmsten aus, ne? Die Gemeinde, eine Familie, es ist schon alles sehr eng und intim und das kann natürlich für den einen oder anderen Täter auch ja eine gute Vorlage bieten, ne? Wenn wir schon so eine Familie sind und alles so ist, dann und alles miteinander teilen. Ja, total interessant. Mhm. Ich habe da auch das verlinkt in der Beschreibung. Da ist noch ein PDF für oder Informationen. Denkanstöße heißt es für Gemeinden. Also das findet ihr alles in der Beschreibung. Genau, so ein bisschen klang es ja schon an, welche Strategien nutzen denn Täter und Täterinnen? Also wir sprechen ja immer, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich gehe mal als erstes von Männern aus. Wobei das ja gar nicht stimmt. Es gibt ja auch Frauen und das wird so ein bisschen... Ja, ist vielleicht nicht so häufig, aber trotzdem kommt es eben vor. Wie kommt man an potenzielle Opfer? Was ist so die Strategie, die häufig genutzt wird? Auch im Hinblick auf den Gedanke, wie kann ich denn meine Kinder davor schützen oder auch mich selbst davor schützen? Hm.
Also ja, tatsächlich. Also dieses Thema, das ist immer so mein Job. Ich mache ganz viele Schulungen in Gemeinden, in diakonischen Werken, Schulen, Kitas und so weiter. Und es geht eigentlich immer darum, so stereotype Denkschubladen mal einmal aufzumachen und zu sagen, die Wirklichkeit ist viel bunter. Also du sagst gerade, ja, es gibt Täterinnen. 80% der Taten werden von Männern begangen oder von männlichen Personen und 20% von weiblichen. Denkt man auch nicht, aber kommt auch immer mal wieder in der Presse, wird das dann auch offenbar. Und die Strategien sind auch unterschiedlich je nach Setting. Also du musst dir vorstellen, dass etwa 50% der Taten im sogenannten sozialen Nahbereich stattfinden. Also das sind die Orte, wo Kinder und Jugendliche ganz alltäglich normal auftauchen. Von der Musikschule über Sportverein, über Kirchengemeinde, Nachbarschaft, Babysitter, also alles, wo Eltern dann auch denken, ja, das ist doch ganz normal, dass mein Kind da ist oder die Kontakte hat. Und 50% aller Taten finden dort statt, weil Täterinnen und Täter genau dieses Vertrauensverhältnis ausnutzen und weil kaum einer Verdacht schöpft. Ja? Da gibt es weitere 25%, die werden in der direkten Familie begangen. Ja, das sind die Eltern, das sind die Geschwister, das sind Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen. Und ein letzter Bereich, die letzten 25%, werden von sogenannten Fremden begangen. Aber so ganz anders, also als ich das noch so in meiner Kindheit gehört habe, ne? Meine Mutti hat gesagt, nimm keine Süßigkeiten von Fremden an oder steig nicht ins Auto bei anderen Leuten. Sollte man heute immer noch nicht tun, aber die Wirklichkeit ist, dass Täterinnen und Täter über Social Media, über Gaming-Plattformen, übers Internet eben Kontakte knüpfen. Und je nach Ort, wo was stattfindet, sind die Strategien ein bisschen anders. Ja? Also, du musst dir vorstellen, so, ich sag mal, in der Familie, da wird ein Kind unter Druck gesetzt, zum Schweigen gebracht. Da braucht es ja keine Kontaktanbahnung. Da wird mit sehr viel Druck und Drohung das vollzogen. Ja, die sexualisierte Gewalt. In diesem Nahbereich, in diesem familiären Nahbereich, und das gilt auch fürs Internet, werden Kontakte erstmal ganz freundlich angebahnt. Also ich sag mal so, in Gemeinden, Sportvereinen und Co., die Täterinnen und Täter sind ideale Mitarbeiter, die sind nett, freundlich, denen fällt es ganz leicht, Kontakte zu knüpfen und die unterstützen oft dann Familien und sind super nett zu ihren Opfern. Erstmal. Und das fühlt sich so super an. Sag mal, wenn so eine 13-Jährige, sage ich jetzt mal, Aufmerksamkeit kriegt von einem älteren Jugendlichen oder von Erwachsenen, das ist super, das fühlt sich gut an. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Ne? So über Chat wird dann so der Kontakt intensiviert. Und das fühlt sich erstmal gut an, bis es dann zu den eigentlichen Übergriffen kommt. Also Täter suchen Kontakt. Gucken in einer Gruppe zum Beispiel auch, wenn die, was weiß ich, in so einer Gemeinde, sagen wir mal, arbeiten, gucken die in einer Gruppe von Kindern, wer ist vielleicht empfänglich für Freundlichkeit, wer kriegt vielleicht zu wenig emotionale Nähe, und da steige ich ein. Und dann kommen diese Übergriffe, diese Grenzverletzungen, und dann wird es immer weiter intensiviert. Bist du bereit für einen Neuanfang? Tauche ein in eine Atmosphäre von Liebe, Verständnis und Trost. In unserem Basisseminar Freiheit erleben, Beziehungen klären, bieten wir biblische Lehre zu Themen wie Vergebung und erneuertes Denken. Wir begleiten dich auf dem Weg zur Heilung durch persönliche Gespräche, Seelsorge und Gebet. Das nächste Seminar findet vom 24. bis 28. Januar 2024 statt. Egal, ob du Single, alleinerziehend oder in einer Beziehung bist, wir unterstützen dich dabei, deine Vergangenheit loszulassen und einen Weg der Heilung zu finden. Psychische Grundstabilität ist Voraussetzung. Besuche Freiheit erleben, Beziehungen klären, für einen ersten Schritt zu einer veränderten Lebensperspektive. Informationen und Anmeldung auf unserer Website. Den Link findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Du arbeitest ja auch mit Tätern.
Und ich bin ein sehr, sehr empathischer Mensch. Also ich fühle mich total gerne und in andere hinein. Das fällt mir auch wirklich leicht. Aber was mir echt Schwierigkeiten bereitet, ist, sich in Täter hineinzufühlen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Das ist jetzt auch eine sehr persönliche Frage. Aber kannst du grob irgendwie sagen, was denken die sich dabei? Also ich glaube, ich vermute mal, dass es auch eine große Spanne wahrscheinlich ist von Menschen, die sich gar nicht viel dabei denken und nur auf ihre Bedürfnisse schauen, bis hin zu absichtlich. Oder liegt es in der Verletzung der Kindheit? Also ich möchte das Thema gar nicht so wahnsinnig tief gehen, aber so eine Idee, worum geht's da eigentlich? Ich muss erst mal sagen, sozusagen zur Einschränkung, ich arbeite nur dann mit Tätern, wenn sie einsichtig sind und wirklich etwas in ihrem Leben verändern wollen. Und ehrlich gesagt, aus meiner Erfahrung ist das der geringere Prozentsatz. Die meisten Täterinnen und Täter verharmlosen ihre Tat und geben der Umwelt die Schuld. Also das habe ich schon so oft erlebt, wenn ich so in meinem Job als Fachberater in Institutionen gerufen werde. Und da würde ich im Leben keine Täterbegleitung machen, da geht es um strafrechtlich relevanten Dinge. Und dann werden entsprechende Delikttherapeuten eingesetzt. In den Fällen, wo ich mit Menschen arbeite, dann erleben die das oft so, dass sie in der Phase, wo sie die Taten begangen haben, überhaupt keinen Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen hatten. Was tue ich da einem Menschen an? Also man nennt das Opferempathie. Die fehlt total in dieser Phase. Und auch so eine Art auch Abspaltung. Man muss sich vorstellen, wenn Täter Christen zum Beispiel sind und manchmal mit Verantwortungspositionen hier und dort, die können ganz echt predigen, sage ich mal, und haben eine dunkle Seite, sage ich mal. Und das ist wie nicht miteinander verbunden. Das schafft das Gehirn, das voneinander zu trennen. Und in der Beratung geht es darum, diese beiden getrennt voneinander abgelegten Bereiche wieder miteinander zu verbinden. Und eigene Motive zu entdecken. Das ist tatsächlich ein spannender Weg. Genau. Ich arbeite häufiger mit betroffenen Opfern. Das ist auch einfach so, weil es da auch ganz viel, viel zu wenig Beratungsmöglichkeit gibt, muss man auch sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Aber es ist nochmal ein ganz eigenes Thema und da muss unbedingt Hilfe her. Also das ist unentschuldbar. Und genau. Nochmal ein bisschen zu Zahlen, Daten, Fakten, was mich auch interessieren würde. Ich habe jetzt, im Vorfeld hatten wir ja geschrieben und dann kommen ja noch bestimmt noch mehr Fragen im Gespräch. Genau so ist es. Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, ist es mehr oder weniger geworden mit Übergriffen? Oder ist es anders geworden? Weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist gar nicht wirklich mehr geworden. Wir hören nur mehr durch Medien und früher, vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren war das ja noch nicht so ganz für alle hörbar, was so passiert. Kann man das so sagen? Absolut. Also richtig offen ist das Ganze erst geworden seit, ich sag mal, 2010, als dieser ganze Skandal rund um die Odenwaldschule so auftauchte in den Medien und erstmal klar wurde, in Organisationen wird systematisch teilweise werden Kinder missbraucht. Also seitdem hat man, ich glaube, erst so valide Zahlen. Also wir haben auf der einen Seite die jährliche polizeiliche Kriminalstatistik und da sind die Zahlen auf jeden Fall hochgegangen. Die liegen bei jetzt gut 15.000 Fällen jährlich, gemeldete Fälle von sexualisierter Gewalt. Das muss man wirklich unterscheiden. Die Dunkelziffer ist, man geht davon aus, um ein 10- bis 20-faches höher. Durch diese familiäre Nähe von den Täterinnen und Tätern wird das oft überhaupt nicht, kommt das gar nicht ans Tageslicht. Ja? Das ist erschreckend hoch, die Zahl. Ja. Und was noch krasser ist, viel krasser finde ich jetzt mittlerweile, sind die Zahlen rund um das, was man so Kinderpornografie nennt. In Wirklichkeit sind das Missbrauchsdarstellungen, die gezeigt werden, auch unter Kindern und Jugendlichen. Und da sind die gemeldeten Delikte seit 2018, haben die sich verzwölffacht. Und wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, ich habe es vor kurzem nochmal nachgeguckt, 2022 gab es 47.000 Fälle gut von
die gemeldet worden sind. Und auch da die Dunkelziffer natürlich viel höher. Also wir reden wirklich von ganz großen Zahlen. Wenn wir schon mal dabei sind, hau ich mal raus, gab es Ende letzten Jahres eine Untersuchung, dass in Sportvereinen jedes vierte Kind oder Jugendlicher sexuelle Übergriffe erlebt. Ja. Das muss man erstmal sacken lassen. Mhm. Und meine jüngste Tochter, die haben gerade das Thema, jetzt vierte Klasse. Super. Da geht es ja langsam los und wir haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das ja zur Prävention auch dienen sollte. Und da tauchen natürlich auch Zahlen auf, ne, dass in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Schüler, Schülerinnen sitzen, die es betrifft. Das ist viel, das ist einfach viel zu viel. Würdest du sagen, durch Prävention und durch Arbeit und durch Aufklärung bringt es was? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn wir so bei der Frage sind, wie können Kinder eigentlich und Jugendliche gestärkt werden, dass sie eben nicht ins Visier von Täterinnen und Tätern so schnell geraten und auch in dieser Phase, wo Täterinnen und Täter, ich sag mal, auschecken. Kann ich mit der Person, die ich da ausgesucht habe, kann ich da weitergehen? Also wie kann ich meine Kinder dafür stark machen? Da würde ich sagen, doch, man kann was tun, wohlwissend, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz natürlich. Also das eine ist für mich tatsächlich eine gute, offene und jeweils altersgemäße Aufklärung. Zu Hause, im Elternhaus, ja, früh genug. Das heißt, auch schon im Kita-Alter. Ja, ich sag mal ein Beispiel, was ist sexualisierte Gewalt in der Kita? Ein 5-jähriger Junge fordert ein 3-jähriges Mädchen auf, sich auszuziehen und verspricht, wenn du das tust, kriegst du eine Playmo-Figur. Sexualisierte Gewalt, ein Altersunterschied mit, ich sag mal, Erpressungscharakter. Und so ein 3-jähriges Kind ist versucht, diese wegen der Playmo-Figur alles zu machen und so ein Kind stark zu machen und zu sagen, nee, wenn dein Bauchgefühl sagt, dir ist was nicht gut oder wenn dich jemand unter Druck setzt, auf gar keinen Fall, du kannst auf jeden Fall Nein sagen. So fangen die Dinge an und in Kitas wird auch schon mittlerweile sehr stark so gearbeitet, wie Kinder Grenzen setzen können. Also Aufklärung ist wichtig. Sprach, dass Kinder Sprache haben. Und nicht nur für Körperteile, sondern auch Sprache, da fühlt sich was nicht gut an. Finde ich sehr wichtig. Das zweite ist, auch altersgemäß zu erwähnen, es gibt Menschen, die Böses wollen. Es gibt auch Menschen, die was von dir wollen, was nicht gut für dich ist. Also Aufklärung nicht nur so sachlich, sondern eben auch dieses Thema sexualisierte Gewalt altersgemäß einbringen. Und das Dritte, was ich super, super, super wichtig finde, ist, so mal zu fragen, wie ist denn unsere Familienkultur eigentlich? Worüber reden wir? Reden wir, wer bringt die Kinder zum Sport, zum Geigenunterricht? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und so weiter. Alles normal und gut. Oder sprechen Eltern mit ihren Kindern auch über emotional bedeutsame Dinge? Wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Erzählen Eltern zum Beispiel, boah, mir geht's heute schlecht. Oder auf der Arbeit, boah, das war richtig, richtig anstrengend und schwierig heute. Ja, an solchen Modellen lernen Kinder, ihre eigenen, auch unschönen Gefühle wahrzunehmen und das ist normal, ist drüber zu sprechen. Ja, wir sehen schon, das fängt wahnsinnig früh an, gleich am Anfang, ja, die Kinder mit hineinzunehmen, ja. Wir hatten innerhalb der Familie ein ganz interessantes Gespräch, oder habe ich so von noch gar nicht so dran gedacht, wie andere ja denken könnten. Und zwar habe ich erzählt, dass die Schule das jetzt macht, mein Körper gehört mir, wo es auch um dieses Ja-Nein-Gefühl und so und dieses Bauchgefühl, darum geht es. Und da kam eben eine kritische Stimme aus der Familie, ja, könnte es für manche dann auch bedeuten, Kinder, Jugendliche erst darüber nachzudenken und dass man damit etwas in Gang setzt, sozusagen auf der Täterseite. Wo fängt man denn da an? Und aber vielleicht ist das Thema auch, ich meine, das ist ja ein riesengroßes Thema. Kann man da, also die große Frage war, das kritisch zu sehen,
Ist es zu früh? Genau. Also kann man da als Eltern noch ein bisschen was tun? Ja, bestimmt als Eltern sowieso. Verstehst du ungefähr, wo die Gedanken hingehen? Also, ich sag mal, das eine ist, ich höre so zwei Themen raus. Ist es zu früh, kann es irgendwann zu früh sein, mit Kindern über solche Ja, Dinge zu sprechen? Also genau. kann sowohl Angst geweckt werden, als Ja. auch natürlich auch Täterwünsche. Genau, Ja, richtig. Ja, werden Kinder zu genau. Tätern gemacht, indem solche Themen angesprochen werden? Also ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also es hängt ja auch immer davon ab, wie machen wir das denn? Also es geht ja nicht um eine Gewaltverherrlichung, hoffentlich, wenn wir mit Kindern drüber reden, sondern wir sind ja auf der Opferseite zu sagen, und das ist nicht nur okay, sondern das ist richtig und ganz wichtig, dass du Grenzen setzt, dass du spürst, was fühlt sich für mich okay an und was nicht. Und Worte zu finden, zu sagen, nö, will ich nicht. Die Unterscheidung zu lernen, ich kann zu jemandem Nein sagen und hab den trotzdem gern. Wir denken ja oft im Kopf, wenn wir sagen, nö, finde ich nicht gut, dann haben wir den anderen nicht mehr lieb. Also sowas den Kindern beizubringen, finde ich wichtig. Viel gefährlicher finde ich eigentlich all das, was so im World Wide Web passiert. Also die Fotos, die kursieren über Gewalt, auch sexualisierte Gewalt. Pornografie ist auch ein Thema, da könnten wir uns auch mal lange drüber unterhalten. Ist auch ein Fachgebiet von mir, womit ich viel unterwegs bin. Und da bin ich jetzt gar nicht moralisch, ist das okay, sowas zu gucken oder nicht, sondern was wird denn da eigentlich vermittelt? 80% davon, was da passiert, ist Gewalt. Und dieses ganze Thema Kinderpornografie, das sind nicht nur die bösen Erwachsenen, das sind eben auch Kinder und Jugendliche, die so Bilder weiterleiten und das irgendwie lustig finden. Also wo da schon es anfängt, dass die Gefühle gar nicht passend sind zu dem, was da passiert. Also insofern, da würde ich sagen, haben Eltern, hat Schule einen ganz wichtigen Auftrag, Medienkompetenz, wie man so schön sagt, zu vermitteln, sich nicht alles anzugucken und das Gehirn nicht zu versauen mit diesen Bildern. Also auch da wieder eine große Verantwortung auch für die Lehrer und auch ein Aufruf an alle Eltern, die Lehrer da auch unbedingt zu unterstützen. Es gibt ja auch die Seite, die sagen, ach, die Schule macht das schon, es geht mich nichts an, das gibt's ja auch. Und da bitte, nein, nein, also als erstes finde ich immer die Eltern, die sind als allererste Stelle und wir sollten uns gegenseitig unterstützen, Erzieher, Pädagogen, Lehrer, auch Gemeinde natürlich, die nehme ich da jetzt mal mit rein, leitende Persönlichkeiten, genau. Ja, du hast gerade was, ja. Darf ich einmal noch gerade, weil das mir, ich bin ja auch Vater, du bist auch Mutter, und ich höre eben auch so ganz oft so diese Erziehungsaufträge, die wir so als Eltern bekommen. Genau, sorg für eine gute Medienkompetenz, für eine gute Aufklärung und so. Und das Erstgefühl von Eltern ist ja ganz oft, Hilfe, ich bin überfordert. Ja, Und bin das ich finde ich ganz bei total dir. wichtig und ernst zu nehmen, finde ich ganz normal, finde ich völlig in Ordnung. Und der zweite Schritt ist, wo kriege ich denn Hilfe, wo kriege ich denn Material, um also um mich erstmal zu informieren und dann altersgerecht mit meinen Kindern zu sprechen. Das will ich nur nochmal sagen. Sowas gibt's. Es gibt so Fachstellen für Medienkompetenz, auch im christlichen Bereich und für diese ganzen Aufklärungsnummern. Da habe ich ja auch vom Weißen Kreuz eine tolle Kollegin, die Dr. Ute But, die war auch schon mal bei dir im Podcast, weiß ich. Es gibt Material, dass Eltern nicht allein da stehen, auch Lehrer nicht allein da stehen. Wollte ich nur mal so in Klammern dazu sagen, weil sofort in mir sofort das Herz aufspringt, Hilfe, das ist doch alles überfordernd. Ja, da gebe ich dir voll recht und ich verlinke das alles in der Beschreibung. Also findet ihr geballte weiterführende Links und hilfreiche Links auf jeden Fall. Genau, du hattest das schon angesprochen mit Cyber-Grooming, nennt man das im Fachbereich. Was gilt es da noch zu beachten? Also gibt es, oder ich nehme mal diese Frage mit da rein, gibt es Kinder, Jugendliche, die ganz besonders gefährdet sind? Und nicht nur dies, sondern welcher Bereich ist besonders gefährdet? Und da hast du ja schon betont, dass auch Internet und diese sozialen Medien und Plattformen eine große Rolle spielen. Möchtest du dazu noch was sagen? Gerne. Und ich sag mal so, ab beginnendem Jugendalter sind eigentlich alle Jugendlichen gefährdet, weil diese Phase ja so
unglaublich bahnbrechend und verändernd ist. Ja, also das Gehirn wird komplett umgebaut, Hormone treten ins Leben, Gefühle und Bedürfnisse spielen eine größere Rolle, auch eine Loslösung vom Elternhaus. Ich glaube, fast alle Kids finden dann ihre Eltern doof und die Eltern kommen dann nicht mehr so sehr als Gesprächspartner in Frage. Nicht, also das geht nicht immer so, aber ganz oft ist es erstmal so. Und Jugendliche werden sich auch dessen bewusst, dass Eltern ja auch nicht perfekt sind. Also ich habe auch Dinge nicht gekriegt, ja, die ich gebraucht hätte. So. Und dann steigt man so ein, also das können wir auch nicht mehr zurückdrehen, das ist ganz normal. Soziale Beziehungen werden auch über soziale Medien gelebt und das ist für sie, für Kids ganz normal, genauso gleichwertig wie reale Begegnungen. Und da ist eben die riesige Gefahr, dass Erwachsene oder auch ältere Jugendliche sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen anmelden irgendwo und Kontakte knüpfen und Beziehungen intensivieren, emotionale Bindung aufbauen mit dem Ziel, einen Live-Kontakt entweder herzustellen oder Bilder zu bekommen, mit dem Ziel eben sexuelle Handlungen vorzunehmen. Und da den Kindern erstmal zu sagen, sowas gibt's. Ja, sowas gibt es wirklich. Es kann sich gut anfühlen, aber du brauchst auch ein gewisses Maß an kritischer Distanz, um zu prüfen, ist das wirklich echt oder ist das nicht echt. Ja, also ich habe das jetzt letztes Jahr gab es ein Beispiel, ging auch durchs Fernsehen, da ging es um eine Gaming-Plattform und die hatten extra zwei Mitarbeitende eingestellt, die die Chats kontrollieren sollten, ob die gewaltlos sind, ob das alles okay ist. Ja, und da hat ein Mitarbeiter seinen Job genutzt, um 11-, 12-jährige Mädels anzusprechen und sie nach ihren sexuellen Vorlieben zu fragen und was sich denn für sie gut anfühlt und so weiter. Und das kriegt ja keiner mit. Ja, und da hat eben die Kollegin, die wurde skeptisch. Die hat ein Bauchgefühl gehabt, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Kerl. Und die hat dann mal seinen Computer gehackt und hat das entdeckt und hat es ans Fernsehen gegeben. Also war, das hat richtig super war das. Aber so funktioniert das. Es fühlt sich erstmal gut an für Jugendliche. Da hat einer Interesse und dann geht's über eine Grenze. Und dann zu sagen, und ab hier steige ich auf jeden Fall aus, da den Kindern zu sagen, das ist eine wichtige Möglichkeit und so. Da würde ich sagen, ja, sollten wir Eltern und sollten Lehrer, auch Gemeinden, Mann, da gibt's Jugendarbeiter, sollten solche Themen echt relevant sein. Ja, meinst du, wie ist so deine Einschätzung? Es gibt ja diese polizeiliche Führungszeugnisse, die immer wieder gefordert werden, die aktuell sein müssen. Also man versucht ja alles Mögliche, da zu sagen, okay, vorher schon ein bisschen abklopfen, ob das, wenn man mit Jugendlichen zusammenarbeitet und mit Kindern, was kann man denn noch tun? So an hilfreichen Tipps einfach nochmal, welche Organisationen, welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung, dass man es nochmal so zum Schluss jetzt so zusammenträgt, was können wir tun? Was kann ich tun als Organisation, Gemeinde, auch wir als Team F? Muss ich sagen, ich habe das auch so ein bisschen jetzt angeleiert, dass wir da in den Familienwochen oder wenn wir Kinderbetreuung anbieten, dass wir da auch nach außen hin ja Vertrauen auch wecken wollen und sagen, hey, wir passen auf, wir haben ein Augenmerk darauf, wir sehen die Problematik und wir nehmen sie ernst und wir nehmen sie wahr. Genau, das muss zum Schluss nochmal so rund machen. Wo kann man sich hinwenden, wenn man da Bedarf spürt? Ich würde mal sozusagen, die unterschiedlichen Ebenen brauchen Unterschiedliches. Also wenn sozusagen so Organisation, Leitung von Organisation, würde ich immer raten, wenn es da Kinder- und Jugendarbeit gibt, dass so eine Organisation ein Schutzkonzept erarbeitet. Wirklich, wo man nochmal dezidiert auf die Arbeit guckt, auf Risikofaktoren und Entscheidung trifft, wie wollen wir die Risiken minimieren. Ja, auf Mitarbeiterebene, da gehört die Leitung natürlich auch immer mit dazu, würde ich sagen, neben dem Führungszeugnis finde ich auch immer noch gut, ja,
ist so etwas, was ein Verhaltenskodex, was man einen Verhaltenskodex nennt, mit Selbstverpflichtungserklärung, finde ich super, wenn man sowas für Kinder- und Jugendarbeit hat. Miteinander bespricht, wie wollen wir Nähe-Distanz gestalten? Wie ist das bei Übernachtungssituationen? Wie machen wir das eigentlich? Dass es Regeln gibt für Spiele, gestalten wir das so, dass wirklich auch Kids sagen können, nee, möchte ich heute nicht? Oder gibt es da Gruppendruck? Also all diese Situationen mal durchchecken und sagen, und so machen wir es hier. Und das ist deswegen so wichtig, weil dann jeder auch nachprüfbar ist, wenn sich ein Mitarbeiter nicht dran hält, ist es ganz normal, sich anzusprechen und zu sagen, du, wir haben hier eine andere Regel. Ja, hast es vielleicht vergessen, aber ich erinnere dich nochmal dran. Ja, das schafft einen sichereren Rahmen. Und ich fände es so auf der Ebene von Kindern und Jugendlichen das super, wenn es sowas wie Feedback-Möglichkeit gibt, mit Kindern ins Gespräch kommen in der Runde. Wie hat sich das angefühlt heute für dich? Wie war das? Gab es irgendwie doofe Situationen oder so? Also wenn man das ganz natürlich einbaut in die Arbeit. Ja, das fände ich ganz, ganz super. Und ich glaube insgesamt, ob für Familien oder Gemeinden oder Vereine oder wie auch immer oder auch so ein Werk wie Team F, ist so die Kulturfrage ganz wichtig. Darf man hier eigentlich Kritik üben? Geben wir uns eigentlich Feedback, sowohl Positives, machst du super, als auch, habe ich gesehen, was du da gemacht hast, fand ich eigentlich jetzt nicht so toll. Also ist das natürlich, dass wir auch so kritische Dinge ansprechen, sage ich mal. Denn nur wenn das natürlich ist, sagen wir uns auch die Dinge, die richtig schwierig sind. Sexualisierte Gewalt ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Aber wir müssen das üben an so Themen, wo es leichter ist. Ganz tolles Schlusswort eigentlich. Ich kann da nichts hinzufügen. Fand ich sehr, sehr, sehr rund jetzt. Super. Vielen, vielen Dank, lieber Kai, für deine Zeit. Und ich finde, man spürt das richtig, dass du da auch eine gewisse Kompetenz und auch, ja, kann man das sagen, Leidenschaft für dieses Thema hast. Doch, das merke ich schon. Also du legst da viel rein und das finde ich total schön. Also vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen. Und diesen Einblick. Danke. Sehr gerne. Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de. Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.